In diesem Video zeige ich dir, wie man ein Foto ganz einfach plotfähig macht. Ich habe dafür drei Programme rausgesucht und die werde ich dir zeigen. Die Programme sind meiner Meinung nach am einfachsten und am schnellsten und sie sind natürlich kostenlos. Bevor du allerdings eines der Programme verwendest, solltest du den Hintergrund deines Bildes entfernen. Hierfür empfehle ich dir die Seite remove.bg. Einen Link dazu packe ich auch in die Infobox. Auf der Seite ziehst du einfach dein Bild in den Kasten oder lädst es hoch und die Seite macht das eigentlich alles automatisch. Wenn du fertig bist, kannst du das Bild über Download herunterladen und dann geht es weiter mit dem ersten Programm. Das erste Programm, das ich dir vorstelle, ist der Vorlagengenerator von Edding. Die Vorteile dieses Programms sind, dass es sich sehr leicht bedienen lässt und dass es trotz der Einfachheit sehr gute Ergebnisse liefert, wie ich finde. Wie auch auf der Seite davor, lädst du dein Foto, was ja nun ohne Hintergrund ist, einfach hoch und den Rest macht die Seite alleine. So sieht nun das fertige Ergebnis aus. Wenn man noch nicht so ganz zufrieden ist, kann man unten an den Reglern Kontrast und Weichzeichnen noch ein bisschen hin und her schieben und das Ergebnis noch ein bisschen optimieren. Ich empfehle auch, den Regler Weichzeichnen immer mittig oder eher höher zu lassen, weil, wie der Name schon sagt, sorgt das Weichzeichnen dafür, dass die Kanten ein bisschen runder oder auch glatter werden. Das sieht einfach immer ein bisschen schöner aus, wie ich finde. Je detailreicher ein Bild ist, desto realistischer sieht es natürlich aus. Allerdings bedeutet das auch mehr Arbeit bei der Nachbearbeitung und beim späteren Entgittern. Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, kannst du das Bild unter dem Button Bild speichern herunterladen und es in deinem Plotter-Programm weiter bearbeiten. Das zweite Programm lässt sich genauso einfach wie das erste bedienen und liefert fotoähnliche Ergebnisse. Das Bild wird hier ebenfalls hochgeladen, dann kann man noch ein kleines bisschen justieren und nach einem kurzen Augenblick ist das schon fertig und wir sehen direkt die Besonderheit dieses Programmes. Das Ganze ist nämlich spiralenförmig. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache und auch nicht unbedingt für jeden Plot geeignet. Hier lassen sich dann auch noch ein paar Sachen einstellen. Man kann zum Beispiel etwas am Kontrast und an der Helligkeit ändern. Oder wenn einem das rangezoomte, justierte nicht so gefallen hat, kann man das auch nochmal ändern. Am wichtigsten sind jedoch die Ringe. Man kann diese breiter machen, was das Ergebnis etwas verschlechtert. Man kann diese aber auch schmaler machen, was das Ergebnis verbessert. Denn je schmaler die Ringe sind, desto detailreicher sind sie und umso realistischer wirkt das Bild. Allerdings solltest du auch hier das Entgittern im Nachhinein im Kopf behalten. Wenn du zufrieden bist, kannst du das Bild über diesen Pfeil herunterladen. Das dritte Programm ist eine kostenlose App und heißt Adobe Capture. Adobe Capture gibt es auch für den PC, allerdings mit Photoshop zusammen und Photoshop ist ein kostenpflichtiges Programm. Am Handy verwende ich gerne eine App, um den Hintergrund zu entfernen, da das Bild dann direkt in der Galerie gespeichert ist und ich es nicht extra herunterladen muss. Bei der App Adobe Capture wählst du dein Bild aus und der Rest passiert jetzt erstmal automatisch. Wie man sieht, ist das Bild im Gegensatz zum Edding-Vorlagengenerator wesentlich detailreicher. Außerdem bietet das Programm viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Mit dem Schieberegler lässt sich schon einiges einstellen und wenn du oben auf den Zauberstab klickst, dann aktivierst du das automatische Bereinigen und damit sieht das auch nochmal ganz anders aus. Ich empfehle dir außerdem, auch auf die anderen Symbole zu drücken und einfach ein bisschen mit den Einstellungen herumzuspielen, bis du ein Ergebnis hast, was dir einigermaßen gefällt. Wenn du fertig bist, kannst du auf den Haken klicken und dann kommst du auf die nächste Seite. Ich schneide hier jetzt erstmal das Bild zu, das ist aber nicht bei jedem Bild nötig. Danach solltest du auf Formatieren gehen und ich empfehle dir, das Glätten auszuwählen. Das Glätten ist wie auch bei dem Edding-Vorlagengenerator dafür da, die Kanten etwas runder und etwas weicher zu machen, eben so ein bisschen zu glätten. Ich finde, das ist wieder beim Entgittern und auch beim Nachbearbeiten im Programm einiges erleichtert und einfach schöner aussieht. Über den Reiter Verbessern kann man dann noch etwas hinzufügen oder wegradieren. Und gerade das Wegradieren finde ich sehr praktisch. Man kann einzelne kleine Pixel oder so wie ich die Kette einfach ausradieren. Später im Programm ist das Entfernen der Pixel etwas aufwendiger, aber das wirst du nachher noch sehen.
Wenn du dann soweit zufrieden bist, kannst du oben rechts einfach auf den Pfeil gehen und auf der nächsten Seite einfach unten rechts auf Speichern klicken. Und dann geht es auch schon zum letzten Schritt, dem Nachbearbeiten im Programm. Ich fange als erstes an und verkleinere mir das Bild, sodass es auf meine Matte passt. Als erstes muss das Bild jetzt nachgezeichnet werden. Dafür gehst du rechts in die Leiste und suchst dieses kleine, ich nenne es immer Toastbrot, und wählst es aus. Jetzt klickst du auf Bereich zum Nachzeichnen wählen und ziehst einen Rahmen über das Bild. Wähle jetzt die durchgehende Füllung und klicke auf Nachzeichnen. Dein eigentliches Bild kannst du jetzt zur Seite schieben und mit einem Rechtsklick löschen. Den Plot färbe ich mir jetzt schwarz ein, einfach um ihn ein bisschen besser sehen zu können. Die Datei hat an einigen Stellen nun kleine schwarze Punkte. Ich finde, die Punkte nerven unheimlich beim Entgittern und außerdem sind die dem Bild auch nicht unbedingt zuträglich. Deshalb möchte ich die jetzt gerne entfernen. Deshalb klicke ich das Bild jetzt mit einem Rechtsklick an und wähle Verknüpfte Pfade lösen. Das kann einige Sekunden dauern, da das Programm die Datei jetzt in sozusagen die einzelnen Teile zerlegt. Um so einen Punkt jetzt zu löschen, klicke ich ihn an, mache dann einen Rechtsklick und wähle Löschen. Wenn ich jetzt jeden einzelnen Punkt so löschen würde, würde das natürlich ziemlich lange dauern. Deshalb kann ich, wenn so wie hier mehrere Punkte nebeneinander sind, mit dem Linksklick einen kleinen Kasten ziehen und mit einem Rechtsklick alle löschen. An manchen Stellen ist es leider nicht möglich, da ich sonst wie hier die größere Fläche mitlöschen würde. Dafür gibt es aber auch eine Lösung. Auf deiner Tastatur befindet sich unten links der Knopf Steuerung oder auch STRG oder auch auf Englisch Control, also CTRL geschrieben. Darüber siehst du einen Pfeil, der nach oben zeigt. Wenn du diesen gedrückt hältst und die einzelnen Punkte anklickst, so werden auch alle Punkte zusammengefasst und so kannst du über einen Rechtsklick wie gewohnt löschen. Der ein oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, dass die Dame auf meinem Foto nun keine Zähne mehr hat. Das kam dadurch, dass wir die verknüpften Pfade gelöst haben. Es lässt sich aber ganz leicht wieder beheben, indem wir die verknüpften Pfade wieder verknüpfen. Dafür markierst du mit einem Linksklick nun alle Teile, klickst auf rechts und wählst verknüpfte Pfade erstellen. Wenn du soweit zufrieden bist, bist du jetzt eigentlich fertig. Wenn du auf Textil plottest, solltest du die Datei aber mit einem Rechtsklick vorher noch horizontal wenden. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen. Falls noch Fragen da sind, kannst du jederzeit gerne einen Kommentar hinterlassen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, in dem du mir sagst, welche Anleitung dir noch helfen würde. Und jetzt viel Spaß beim Plotten!